Ich muss zugeben, nicht nur, dass ich es ein klasse Cliffhanger der letzten Folge fand, ich habe es auch ein bisschen die Chance genutzt, nachdem hier gerade in der Bude übelste Schocker am Start war, dass ich hier einen Cut gemacht habe. Aber mal abgesehen davon steht da hinten noch ein einzelner Ogre und da hinten scheint auch ziemlich viel Leicherei zu sein. Deswegen schicken wir dem doch hier gleich nochmal einen schönen Eiszauber. Mal sehen, ob ich ihn treffe, während er sich bewegt. Natürlich nicht. Er kommt von da, das heißt, wir werden hier mal ein bisschen unsere Zerstörung auch trainieren und jetzt komme ich hier nicht raus und jetzt bin ich gleich tot, fällt mir gerade auf. Oh, ich hänge hier immer fest. Fuck. Wo ist er? Ich sehe gerade nicht so viel. Wahrscheinlich ihr auch nicht. Und wenn ihr jetzt nicht gleich stirbt, dann... Oh Gott, wo kommt denn der zweite her? Alter Schwede, ich bin gleich tot! Trank! Fuck! Trank, 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 20, 35, ich hab gerade meinen letzten Trank verbraucht, deswegen passiert hier nichts. Alter Schwede, ey. Jetzt geht's hier auf einmal ab. Oh Gott, eine Ratte auch noch. Ist jetzt mal Ruhe. Gott. Okay, das war jetzt eine scary Szene. Das hatte ich so nicht geplant. Eine Leiche, totes Fleisch. Na, das ist zwar eklig, aber es ist für 5 Gold doch relativ viel wert. Okay, was war jetzt hier los? Wo kam der andere? Von der anderen Seite wahrscheinlich. Hat der Ogre bestimmt irgendwas gebrüllt und hat ihn hergeholt. Und jetzt können wir uns erstmal angucken, was hier alles passiert ist. Oha. Noch eine Leiche, eine Flickquist, ein Genesungstrank und Gold und Dietrich. Ja, das ist aber gut. Totes Fleisch mal wieder. Du hast nichts. Du bestehst nur noch aus Knochen. Das Skelett haben wir hier noch. Und noch eine Leiche. Nochmal totes Fleisch. Und ein erkrankter Ogre. Warum sind die alle krank? Das ist äußerst mysteriös, muss ich sagen. Aber gut. So, gucken wir nochmal noch hier hoch, ob hier noch irgendwas ist. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier schon alles bereinigt haben. Ich glaube, hier geht es nicht mehr groß weiter. Was ich schade finde, ich hätte schon etwa... Oh, was ist denn hier? Ein Grafikbug. Ich dachte schon. Was? Moment mal, hier zieht sich eine Linie. Das ist ja schon wieder mysteriös, meine Güte. Unfreiwillig und geplant. Nerim, hier, Wahnsinn. laut Karte dürfte es dann eigentlich was alles gewesen sein, oder? Ja, das war die gesamte Höhle. Ja, haben wir irgendwas Interessantes gefunden? Naja, wir haben verunglückten Abenteurer gefunden und so das hier und da. Ich würde sagen, es hat sich gelohnt, weil wir extrem viele Erfahrungspunkte gesammelt haben. Was ich euch gerne nochmal zeigen möchte anhand des Tagebuchs. Jetzt sind wir an. Jetzt ist ein Levelaufstieg möglich. Schaut euch das mal an. Wir haben 1731 Punkte schon drüber. Also wir haben wirklich krass viel gelernt. Und wir werden jetzt auch ein Level aufsteigen. So, was können wir... Auf jeden Fall muss ich mehr auf Intelligenz gehen. Ich würde auch gerne die 3 Punkte in Konstitution und Charisma diesmal setzen. Und weil dann haben wir irgendwann keine Geldsorgen mehr. Willenskraft, Geschicklichkeit, Schnelligkeit, das wird schon noch so nebenbei passieren. Und ja, jetzt sind wir auch schon kurz davor, aber wieder ein Level aufzusteigen. Das ist natürlich super. Und nachdem wir jetzt hier alles gesehen haben, können wir entspannt aus dieser Höhle rausgehen. Das war der richtige Weg. Ja, es hat sich halt erfahrungstechnisch echt krass gelohnt. Wir haben, was weiß ich, 7 Ogre getötet. Das waren eben mal eben 1400 Erfahrungspunkte. Deswegen sind wir jetzt auch so viel schon drüber. Also, das war echt super jetzt. Und genau deswegen, wir müssen ja unbedingt Level aufsteigen. Also, es war echt sinnvoll, dass wir uns nicht sofort um die Story gekümmert haben, sondern auch um so außenstehende Sachen. Jetzt kann ich aber auch logischerweise hier mal mein Ding wieder weglegen. So, und machen wir so. Und Torch ablegen und Fäuste weg und jetzt passt's. Was ich natürlich jetzt machen werde. Eine Sache, die ich logischerweise immer mache, nachdem ich einen Dungeon jetzt erkundet habe. Ich werde schnell auf mein... wo ist er? Wo ist er? Wo ist mein Markierenzauber? Da. Ich werde kurz hier was hinsetzen. Dungeon erledigt. Wunderbar. Ach, ich finde die Markierung einfach cool. Und jetzt wissen wir Bescheid, dass wir hier auf jeden Fall schon mal drin waren und hier nie wieder rein müssen. So, dann wechseln wir wieder auf meinen Heilungszauber, denn ich möchte mich auch gleich mal heilen. Und jetzt müssen wir uns weiter auf die Suche nach diesem Schrein machen, zu dem wir müssen. Ich sehe da hinten ein
Hund, einen bösen, so wie es aussieht. Und wo könnte das jetzt sein? Wir müssen laut Karte... Sind wir ja eigentlich schon fast richtig. Ich glaube, wir sollten vielleicht eher nochmal in die Richtung. Oder können wir irgendwie hier irgendwie was lesen? Sanktum Richtung Süden verlassen und auf den Wegen bleiben. Auf den Wegen bleiben. Bis auf meine linken Seite. Ach so. Das heißt, wir wären besser hier. Also dann gehen wir jetzt da runter. Okay. Ja, das können wir gerne machen. Damit habe ich eigentlich gar kein Problem. Und ich speichere jetzt erstmal. Wie gesagt, ich möchte jetzt ein bisschen öfter speichern in Zukunft. Falls das Spiel mir jetzt mal öfters abschmiert. Ich denke aber nicht, dass es an Nieren liegt. Okay, jetzt ruckelt das gerade und das Vieh springt hier in seinen sicheren Tod, so ungefähr. Da unten habe ich doch gerade was gesehen. Ja, hier ist ein Weg. Und ich glaube, da hinten sehe ich es auch schon. Da müssen wir wahrscheinlich sogar hin. So, was ist hier? Da geht es noch drehen. Das ist bestimmt dann hier unten. Östliches Bergmassiv. Der Krater. Der Krater, das klingt auch verdammt interessant. Ostteil, mein Gott, wir haben das noch nie so wirklich angeguckt. Die Wüste. Oh mein Gott, schau dir das mal an, wie weit es dahinter geht. Ey, das ist ja krank. Tiromar. Oh, schaut euch mal an, was wir hier noch kapiert. Oh mein Gott, große Gebirge. Oh, das wird eine super geile Einstimmung. Die großen Gletscher auf Skyrim. Ich denke mal, dass wir bis Skyrim garantiert Nerim spielen werden, so ungefähr. Kann nicht schaden, oder? Das ist eine tolle Überbrückung. Und Skyrim ist im November soweit. Also wenn wir jetzt hier 3 Monate ordentlich durchzocken, dann könnten wir das sogar schaffen. Ich weiß nicht, wir werden auch garantiert nicht alles sehen. Wir werden niemals die ganze Welt erkunden. Wir werden uns schon mehr oder weniger auf die Hauptstory konzentrieren. Also ich wollte eigentlich nicht über 300 Parts das Ganze machen. Und das sieht hier so aus, als wäre das das, was ich hier, wo ich hin muss. Und da ist auch schon der erste Bandit, der auf uns zukommt. Wir werden direkt mal auf den Eiszauber wechseln. Ich gehe davon aus, dass ich ihn nicht treffe, solange er auf einer Erhöhung ist. Ach, sieh an. Zu dumm, dass ich deinen Pfeilen ausweichen kann, du aber meinen Zauber nicht. Fail, Lord. Jetzt wechsle ich mal kurz aufs Feuer. Zum nächsten Mana. Kein Problem. Nehmen wir kurz einen Trank. Jetzt lasse ich ihn nochmal kurz schießen. Oh, jetzt bewegt er sich aber schnell. Und jetzt werde ich ihn einfach erschlagen. So. Das war nicht schwierig. Das wiegt alles nicht viel, deswegen nehmen wir es mit. Und ich hoffe, das ist das, was ich, wo ich hier hin muss. Sie meinte zwar... Festung von Sildren. Unmöglich. Oh, es ist definitiv nicht das, was ich suche. Interessant. So, dann gucken wir uns mal nach oben um. Denn hier scheint ja bestimmt auch noch irgendeiner zu sein. Die bewachen das doch hier nicht umsonst, oder? Ich gucke erstmal ganz nach oben und dann gucke ich mir die Räume auf der Seite an. Hier scheint echt kein Gegner mehr zu sein. Ein einziger Typ, der hier das bewacht. Ich habe gar nicht geguckt, was für ein Typ war. War bestimmt ein Söldner von Sildren oder so. Normalerweise ist hier auf diesen Spitzen auch immer eine geile Truhe. Ach Moment, es geht noch eins nach oben. Holy shit. 5 Ebenen nach oben, das habe ich auch noch nicht erlebt. Das ist ja wirklich ziemlich riesig hier. Aber mal abgesehen davon sehe ich auch hier. Da sehen wir das Magier-Sanktum sogar. Sehe ich auch hier keine Truhe. Hm. Na gut. Keine Wege, keine Truhe. Das ist ja hier sehr enttäuschend. Hier sehe ich gar nichts. Keine Gegner, nicht mal so wirklich. Jetzt hoffe ich, dass hier was drin ist. Aber... Naja, es ist eine billige Kiste und in der ist... Oh ja, immerhin 4 Eisenerz. Immerhin. Besser als nichts. Und was war das jetzt hier für ein Typ? Akrobatik verletzt. Das war einfach nur ein Söldner. Und wir können hier auch nicht rein. Das heißt, es wird sich wahrscheinlich auch hier wieder um eine Questhöhle handeln. Und jetzt haben wir uns auf dem Weg aufgehalten und wissen deswegen aber immer noch nicht, wo wir eigentlich hin müssen. Das heißt, ich werde jetzt den Weg zurücklaufen, weil vielleicht ist es ja hier oder so. Wir haben uns ja hier dann schon nach da verkrochen, aber waren hier im Endeffekt noch nicht. Das heißt, ich werde jetzt definitiv nochmal den Weg zurückverfolgen. Weil er die Chance nutzt, um mich jetzt mal ein bisschen heilen. Es ist schade, dass es mir auf der Karte, by the way, nicht markiert wird.
Das heißt, ich hoffe, wenn es mal eine Quest ist, dass es mir dann markiert wird. Oder vielleicht weiß ich es noch. Sowas merke ich mir eigentlich recht gerne. Aber das werden wir dann später rausfinden, wenn es dann mal soweit ist. Ja, und dieses Let's Play geht so lange, bis ich mit der Main Story durch bin. Wir werden natürlich auch noch sehr viele Nebenmissionen machen, das ist klar. Und hier hinten sehe ich ein kleines Dorf schon wieder. Mal sehen, was uns jetzt da erwartet. Ja, scheint wirklich ein richtiges Dorf zu sein. Ich denke, das wird mir auch gleich auf der Karte markiert, oder? Nein, noch nicht. Um was handelt es sich denn hier? Um Sildren? Ach, das ist Sildren. Jetzt komme ich dahinter. Ich dachte, Sildren ist irgendwie eine riesen fetzige Stadt oder so, aber das wurde ich jetzt erstmal ein bisschen enttäuscht. Entdeckt Sildren, jawohl. Moralam. Ich will keinen Ärger. Ach, Moralam, entschuldige. Moralam. So, Gunther Hahn. So, Kreos Hütte. Du bist Lazara. Sklavenhütte, was macht denn ihr hier für billige Geschäfte? Nein, kein Interesse. Okay, ihr habt alle keinen Bock auf mich. Das ist eigentlich ganz... Das ist eigentlich in Ordnung. Weil dann habe ich nicht so viel zu reden. Aber ich glaube, das habe ich mal in einem Test gelesen, dass viele sich beschwert haben, dass die meisten Leute mit einem nicht reden wollen. Warum folgt ihr mir hier rein? Hey, was soll das? Warum sprichst du mich an? Geh zu Creo, wenn du irgendwas willst und mache keinen Ärger. Klar? Ja, okay, war zu erwarten, dass Creo hier irgendwo eine Aufgabe von sich hat. Na, was bist du denn für einer? Frischfleisch etwa? Was zur Hölle? Crazy stuff. Ja, er hier ist wohl der Chef. Und was wollen wir wetten, dass er vielleicht die Aufgabe hat, dass wir in dieses Ding reingehen müssen, wo wir jetzt gerade waren? Sowas könnte ich mir durchaus vorstellen. Bevor wir mit ihm reden, möchte ich allerdings mich hier noch kurz zu Ende umgucken. Ja, hier scheint ja wirklich gar nichts Spannendes zu sein. Eine fette Sense. Aber an sich hier sonst nichts, ne? Wir gucken natürlich jetzt noch kurz in das Haus rein. Das ist bestimmt irgendwie deren Kneipe oder so. Söldnerunterkünfte, naja, oder Unterköpfte. Unterkünfte. Wird aufs. Warum greifen die mich an? Was wollen die von mir? Was wollen die von mir? Ach ja, klar, das sind richtige Söldner. Dann werde ich jetzt mich mal ganz kurz hier verziehen, damit die nicht sehen, wenn ich jetzt hier gleich mit meine Magie hier anwende. Ich werde dich eiskalt töten. Und ich hoffe, du frierst jetzt bald mal ein, weil du bist ein Mensch, du bist nicht ganz so dämlich wie ein Oger. Aber Feuer schadet dir richtig gut. Jetzt habe ich keinen Mana mehr, dann muss ich einen Trank nehmen. Ja. Ups. Jetzt laufe ich hier schon irgendeine Treppe rauf. Und jetzt wäre es vielleicht gut, wenn wir doch mal auf eine normale Waffe wechseln. Und den Typen töten. 100 Erfahrungspunkte kann ich mit leben. Wo ist sein Schwert hin? Ah, da. Ah, hat er noch eine Hand, okay. Ja, deine Rüstung sah zwar ganz nett aus, aber hat im Endeffekt gar nicht so viel zu bieten. Den Mais nehme ich auch mal mit. Oh, du hast eine Fackel! Hallo! Sehr nice. Nehme ich doch glatt mal mit. So, dann haben wir das hier. Und der andere Typ, was war mit dem anderen? Hat der keinen Bock, gegen mich zu kämpfen? Kein Problem damit, Söldner zu töten. Söldner sind böse Menschen. So, was los? Du darfst mir folgen, aber mich nicht hier in diesem Haus betteln. Kommst du oder kommst du nicht? Hast du Eier oder hast du keine? Ich kann auch da rein und dir einen Eispfeil in die Fresse jagen. Gut, der kommt nicht. Der hat keine Eier. Dann werfen wir jetzt noch ganz kurz einen Blick in die Sklavenhütte. Vielleicht können wir die ja befreien. Falls hier überhaupt immer jemand ist. Nö. Sklavenhütte, das ist jetzt quasi meins. Kann ich hier machen, was ich will. Und ja, dann sollten wir auch irgendwann mal anfangen, was zu verkaufen. Dazu würde ich aber gerne in die Stadt gehen, wo sie mich am meisten mögen, wo ich halt dementsprechend am meisten Geld krieg. Das war, wo war das? Hier, aber hier oben irgendwo, ne? Steinfeld. Steinfeld kann ich mich ja hin teleportieren. Ich kann mich auch zum Sanktum teleportieren, allerdings... Ja, das mache ich eventuell dann.
Ja, Sklavenhütte, dort passiert nichts. Hier ist gar nichts. Gut, dann machen wir an dieser Stelle hier einen Cut. Wir werden uns dann in der nächsten Folge vielleicht sogar schon nach Steinfeld teleportieren, um mal ein bisschen Zeug wieder loszuwerden. Gucken dann, ob wir diese Söldner auch noch erledigen und schauen dann, ob der Chef dieses kleinen Hütchens hier eine Aufgabe für uns hat. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.